Was geht, liebe Mid-Humans? Herzlich willkommen zu einer weiteren Episode unseres Gothic Let's Plays hier auf meinem Kanal. Nachdem ich in der letzten Episode schon ziemlich cool geblieben bin, würde ich behaupten, geht es diese Episode ein bisschen weiter, zwecks Erkundung und so. Wir gehen erstmal nochmal zum Lava-Schalter und nicht zum Lava-Haus. Einfach aus folgendem Grund, und zwar beim Lava-Schalter waren ja noch diese Dämonen hier in dieser Hut drin, und da würde ich gerne mal noch gucken, man konnte da ja auch hinten raus, was da noch abgeht, ne? Das schauen wir uns auf jeden Fall noch an. Kommen leider nicht gut vom Fleck, aber es ist eben wie es ist, ne? Das haben wir alles ausgelootet gehabt hier, klasse. Genau hier kann ich mich auf jeden Fall noch etwas genauer umschauen. Ja, wir haben wieder fancy Wandmalereien. Gewisse Räume irgendwie. Hier sind drei solche Plattformen. Auf zwei davon ist ein Dämon gespawnt, auf zwei anderen nicht. Und in einem Raum hier ist ein Dämon gespawnt, im anderen nicht. Das heißt, drei von potenziellen sechs Spawnmöglichkeiten wurden bis jetzt abgeholt. Ergo scheint da ja noch irgendwas zu... Okay, das sieht natürlich auch nochmal super wichtig aus. Hört das denn nie auf? Ah, ja, dieser P für euch, ne? Live vor Ort im Schläfertempel. Ich kann gar nicht glauben, was hier passiert, ne? Ist ganz klar. Was ist hier denn los? Das sieht nach Cutscene aus, finde ich sogar, oder? Ja, wir drehen um, gehen erstmal zum Lava-Haus und schauen mal, ob da noch irgendwas abgeht. Und ich würde noch gerne wissen, wie ich jetzt da hochkomme. Beim Lava-Haus waren doch auch nochmal, da war doch unten noch diese kleine Höhle, wo ich gemeint habe, was, jetzt ist da auch noch eine Höhle, Alter, ist ja übel krass. Und dann habe ich doch auch noch gemeint, da waren doch noch so kleine Einsparungen in den Wänden immer wieder, wo auch noch Gegner drin waren, oder? Ich meinte, ich hätte da irgendwie reingelinst, aber dann doch umgedreht, weil ich gesagt hatte, ja, kommt, lasst erstmal hier den Lava-Schalter machen. Lava-Schalter haben wir aber geregelt, in dem Sinne gucken wir jetzt nach dem Lava-Haus. Ich glaube, da müssen wir auch hier drin bleiben, oder? Aber hier diesen Rattenweg gehen, wo die Crawler drin waren, oder? Ja, genau hier, guckt mal. Da war doch unsere Domain. Das hier war der Weg zum Lava-Haus, oder? Und dann genau hier noch diese Höhle gab es ja auch noch. Oh, Alter, yo. Okay. Wir kriegen das hin, Leute, wir kriegen das hin. Ist das hier das Lava-Haus? Das ist das Lava-Haus, oder? Ja, das ist das Lava-Haus. Klasse, okay. Lava-Haus läuft. Das heißt, hier ist der Stachelweg zu unserer Linken, wo die Stacheln aus dem Boden kommen. Genau. Das gute alte Lava-Haus. Wir kommen da nach wie vor nicht rüber. Hier unten war noch irgendwo eine Höhle. Ja, genau da. Sehe ich auch einen Crawler von hier, sogar zwei. Da drüben geht noch irgendwie was, ne? Ja, dann könnte man da noch irgendwie rein, und dafür muss man vermutlich hier in den Seitengängen irgendwie was regeln, na, das wäre doch irgendwie naheliegend. Dann machen wir jetzt wahrscheinlich diese Episode hier dieses Rätsel, hoffe ich mal, na, kann ja hier nicht sicher sagen, weiß ja nicht, was abgeht. So, wir brauchen erstmal keine Fackel mehr, I guess, sondern eher eine Waffe. Dann wird gespeichert auf die Ehre von Ulumulu. Aha, haben wir hier einen Dämon. Zwei Dämonen. Zwei Dämonen. Soll ich den hercallen mit einem niederer Dämon? Er kommt da nicht durch. Stark, okay, und damit ist der andere ein Joke. Weil die generell auch einfach nicht so krass sind, das muss man jetzt hier leider mal fairerweise zugestehen. Ja, okay, selbst wenn die hitten, hitten die echt nicht hart. Bin gespannt, ob da noch ein höherer Dämon mal kommt. Na, das wäre schon cool. Die niederen sind bis jetzt echt, na, muss ich mich eigentlich meistens eher anstellen, dass die irgendwie Beef machen, ansonsten läuft das meistens ziemlich gut. Okay.
Ja, guck mal, das Stück jetzt über meinem Skalp sieht doch so aus, als würde das hier rüberfahren können, oder? Das ist da so in der Wand, wisst ihr, so, und dann macht das so und fährt da so raus, oder? Macht bestimmt auch genau das Geräusch, das ich gerade vorgemacht habe, bin ich mir eigentlich ganz sicher. So, er sagt hier, wow, wow, chill mal, na, und deswegen ist das vielleicht auch der, den wir nicht als erstes drücken sollen, oder? Wir gucken mal weiter. Wir gucken mal weiter. Warum haben wir hier eigentlich solche Dinge und die brennen nicht? Wäre schon cool, wenn wir ein bisschen mehr Licht hätten hier und da, ne? Ich weiß gar nicht, wie viele Lichtzauber wir noch haben. Wie sieht's denn da aus? Licht. Das ist die 4, gell? Das habe ich auf der 4, dann halte ich auch schon nach der roten 4. Nur noch 6 Stück, ja, sollte ich schon ein bisschen gucken. Ich weiß ja nicht, was hier noch auf uns zukommt. Ich will die ein bisschen sparen. Hier sagen die aber auch, wow, chill mal. Gucken wir mal, wie hart da gechillt wird, ne? Wer chillt hier? Wieder 2 Demons. Ja, es scheinen auch wieder nur 2 zu sein. Hi. Ja, komm, wir hacken einfach rein. Easy. Naga Wayne, nicht mit mir. Nee, 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 nee. Ich habe vorher schon einen Hit von euch bekommen. Nicht nochmal. Nicht nochmal. So, dann haben die mal rattiges Rattenerz dabei. Das ist super stark. Was haben wir denn hier? Der hat doch safe was da, oder? Heldenschneide? Die klingt ganz schön gestört, oder? Blutschneide, Grimmstahl. Wo Heldenschneide? Ah, ist auch schlechter. Also ich muss ja ehrlich sagen, gell? Ich finde ja geil, dass wir hier gerade so viele Beidhänder finden. Ich finde es irgendwo schade, dass es hier quasi keine Einhänder gibt. Wir haben hier, glaube ich, einen Einhänder gefunden bis jetzt, oder? Und ich finde irgendwie die Idee, so ja, im letzten Kapitel, also in den ersten 4 Kapiteln findest du basically nichts, ne? Und dann im letzten Kapitel in einer ein und derselben Instanz findest du 5 verschiedene Endgame-Schwerter. Warum? Warum nicht schon ein bisschen früher in der Map streuen? Obwohl man da natürlich auch sagen muss, ne, kann gut sein, dass ich das hier und da übersehen habe, weil ich halt einfach keine Ahnung habe. Aber finde ich jetzt schon, da finde ich das Placement nicht sonderlich gelungen, sag ich mal, oder? Weil jetzt kriege ich hier gerade die ganze Zeit neue Waffen, habe aber eh schon eigentlich die krasseste gefunden. Den Rachestahl haben wir ja noch oben im Ork-Tempel, in der Ork-Stadt sozusagen gefunden, oder? Und seitdem finden wir hier ein Beidhänder nach dem anderen und das sind alle, die sind alle nicht krasser als das, was wir jetzt halt schon haben. Das finde ich ein bisschen schade, also da hätte man meiner Meinung nach die Anordnung etwas anders machen sollen, oder? Aber wisst ihr, das sind absolute Kleinigkeiten, so ist es nicht. Ich finde, wir haben einen super geilen Zweihänder und ich bin froh, dass wir hier jetzt ab und zu auch mal was finden, so, ne? Das ist keine Frage. Alles in allem ist das eine super Sache. Nur verstehe ich nicht ganz, warum die Gegenstände dort platziert wurden, wo sie platziert wurden. Könnte natürlich auch wieder eine Mod-Sache sein. Ich könnte mir aber auch gut vorstellen, dass das in der Vanilla ähnlich ist. Na? Wüsste nicht genau, warum die Mod jetzt irgendwie großartig an dem Item Locations rumspielen sollte. Das ist ja letzten Endes nicht das, worüber man balanced, oder? Sondern eher die Art und Weise, wie viele Skillpunkte verfügbar sind, wie viel Leben die Gegner haben, was weiß ich. Solche Sachen macht man dann doch eher, oder? Naja. Ihr wisst, was ich meine, denke ich mal, oder? Ich finde es ein bisschen schade. So, es fühlt sich jetzt hier cool. Ich finde die ganze Zeit coole Gegenstände, aber es ist gar nicht cool, weil die sind gar nicht besser als das, was ich eh schon habe. Das finde ich ein bisschen schade einfach, ne? Es wäre doch cool, wenn man hier noch so richtig krassen Scheiß finden würde, wo man sich nochmal richtig an den Mund lang denkt, oh shit, ne? Aber es ist leider gar nicht der Fall. Wir haben auch selbst die Tatsache, dass wir jetzt irgendwie manche Sachen zweimal haben. Ich meine, hier den Rachestahl. Warum gibt's den zweimal in der Welt? Warum gibt's die Blutschneide zweimal, wenn es die einmal an so einem absoluten Legendary-Ort gibt, wo du so ein paar Skelette besiegen musst, die ist da so episch auf so einem Schrein drapiert und dann findest du die irgendwo random nochmal? Warum? Zornstahl, Grimmstahl, da sind so geile Sachen dabei. Digga, eine Heldenschneide. So cool eigentlich, ne? Aber ja, leider haben wir halt schon unseren Rachestahl am Start, ne? Schalter. Aha, na? Der Peabody. Wusste nämlich hier, wie es aussieht. Genau
Habe ich doch gesagt, dass die da rausfährt. Mein geschulter Blick, ne? Wisst ihr, wie ich meine? So, das heißt, ich darf jetzt in die Butze rein. Das ist doch cool. Cool. Ah, okay, ist nicht zurückgefahren. Das klang gerade kurz so. Darf ich... Ah, okay, ich muss jetzt nochmal komplett außen rumlaufen. Ja, natürlich. Ich glaube, von hier könnten wir es mit einer Sprungrolle... Na, nee, gerade so nicht schaffen. Ah. Hä? Gerade so nicht. Das wäre sehr knapp gewesen, aber es hätte nicht gereicht. Wir wären wahrscheinlich genau an der Kante irgendwie doof abgeprallt dann. Hier ist eigentlich auch super Belichtung für ein neues Thumbnail. Aber ich weiß gar nicht, wie sehr wir halt noch ein neues Thumbnail brauchen, ne? Aber schaut mal, so in dem Lava-Licht. Fast ein bisschen überbelichtet im Gesicht, ne? Das letzte, das ich gemacht habe, fast schon besser. Aber ganz ehrlich, ich weiß nicht mehr, wie nötig es ist. Wenn wir nochmal eine neue Rüstung kriegen, würde ich vielleicht nochmal eins machen. Ansonsten würde ich sagen, das passt schon so, oder? Also ich meine, viel ändert sich nicht mehr. Welches Schwert wir da jetzt auf dem Rücken haben, sieht man auf dem Thumbnail eh nicht sonderlich gut. Zumal man ja die Maserung und die Parierstange nicht wirklich sieht. Man sieht ja meistens nur den Griff und die Schneidenspitze. In dem Sinne würde ich behaupten, ist das eher egal. Aha. Da ist nochmal so ein Spießgeselle. War ja klar, ne? War ja klar. Dann gucken wir mal, wie viel Spaß uns der hier diesmal beschert, ne? Da snacke ich mich noch voll, damit wir einen Hit überleben können. Dann ziehen wir noch die andere Robe an, ja? Wir haben ja ein bisschen dazugelernt hier in dem Sinne. Und dann gucken wir mal, wie die Sache läuft, würde ich behaupten. Komm, wir trinken jetzt hier mal ein bisschen Reisschnaps, ne? Rein da, Hero. Ja, genau. Den Part übernehme ich für dich, ne? Du musst nur trinken. Oh, Mann. Ach so, ich bin jetzt drunk. Oh. Ich dachte, der orgelt sich das einfach rein. Weil es stand ja nichts dran. Also klar, ist ja naheliegend, dass man drunk wird, aber... Okay, ja, dann sind wir ein bisschen betrunken. Weiß nicht, wie gut das ist. Ah, auch nicht lang. Ich verstehe. Ich verstehe. So, hier, guck mal, wir haben da auch eine Animation und so, ne? Bisschen witzig. Naja. Er ist schon wieder nüchtern, weil das ist gar nichts für den Hero hier. Im Übrigen ist der Gothic-Banger fertig. Ne? Bin am Überlegen. Letzte Episode, Gothic 1 Let's Play, werde ich ihn reinhauen. Und dann ab Gothic 2 wird er ein paar Mal laufen am Ende. Und irgendwann lasse ich ihn dann auch wieder weg, ne? Weil es dann... Ja, wenn man das dann jedes Mal hört, nervt es dann auch eher, als dass man sich drüber freut, denke ich mal, oder? Habe ich zumindest hier und da so rückgemeldet bekommen von euch. Oder jetzt nicht unbedingt von euch, aber von Kenji, Enderal, ist Bescheid. Was sich hier sonst noch so auf dem Channel tummelt, sage ich mal. Aha. Na, da sind wieder solche Gitterdinger. Deine Reise endet hier. Okay, da kann man nicht drüber hechten. Mit drüber hechten sieht schlecht aus, ne? Okay, dann müssen wir das anderweitig regeln. Was sagt das da oben? Rad. Ist das ein Rad? Ist das ein Zauber, der so aussieht? Sagt das mir, yo, nutze diesen Zauber, dann läuft das. Das sieht aus wie ein Rad. Hier sowas? Ne, Heilung. Nee. Der hier, Todeswelle. Irgendein Tier? Oh, Kugel. Nee. Weiß ich nicht. Okay. Naja, na, auf jeden Fall neuer Gothic-Banger. Ich habe gestört Bock drauf. Und gestern entspannte, ja, 7500 Audiodateien von Gothic durchgehört, bis ich die richtigen gefunden habe, die ich halt gebraucht habe für den Banger. Und ihr habt es ja auch letzte Episode gehört, dass da hier und da die Audiodateien mit drin waren. Ich dachte, irgendjemand hat sich vielleicht schon mal die Mühe gemacht. Leider nicht. Aber es war nicht allzu schwierig, an die Dateien ranzukommen. Bloß sind die dann halt nicht geordnet gewissermaßen. Also das musste ich dann halt machen. Guck mal, hier können wir doch vielleicht rein, oder? Genau, und das war dann so ein bisschen das Ding. Hat ewig gedauert. Aber es war ganz witzig, weil die sind halt chronologisch. Und dann hast du da zum Beispiel solche Abschnitte wie... Da liegt nochmal eine geisteskranke Waffe, würde ich behaupten, oder? Wenn die nicht besser ist als die, die wir gerade haben, bin ich echt ein bisschen sauer. Es war ganz witzig. Es war, als würde man Gothic als Hörbuch nochmal durchhören. Wisst ihr, wie ich meine? Da war dann zum Beispiel... altes Lager, Unterhaltungen... Ich will aufgenommen werden oder so. Und dann halt die ganzen Sachen so, wer hat hier das Sagen? Na, und
kannst du nicht dein Wort für mich einlegen? Das ging relativ chronologisch durch. Dann kam halt Sumpflager, dann kam neues Lager, dann kam irgendwie, boah, wir sind jetzt hier und da und machen das und das, die und die Questreihe. Dann kam, ey, wir sind jetzt in der Ruine mit Gorn. Dann sind wir oben an diesem Ruinen-Schalter-Tempel-Dingens. Da war ja dieses Plateau, wo wir diese Säule umgeworfen haben und so. Na, das gehst du dann alles nochmal so durch. Das ist ganz lustig. Deswegen habe ich aber auch bei der Hälfte circa aufgehört, weil ich bis dahin mehr als genug gefunden hatte, was ich ziemlich witzig fand. Na, vor allem, verstehe. Habe ich dann gefunden gehabt, deswegen hatte ich aufgehört, weil ich mich auch nicht spoilern wollte, was potenzielle, Audios angeht, die ich noch nicht gehört habe. So, dann würde ich sagen, mach mal den Spießgeselle mal. Habe ich hier gerade gespeichert? Drunter habe ich gespeichert. Speichere mal hier nochmal. Okay, dann hechte ich da rein und hoffe, dass es läuft. Hä? Die sieht ziemlich barbar aus, ne? Zu Ende ist ein langer Weg. Brennen soll deine sterbliche Hölle. Das wollen wir doch mal schön bleiben lassen. Das wird nicht reichen. Ja, okay, aber kriegen wir hin? Kriegen wir hin? Selbes Ding wie letztes Mal. Sterbliche Hülle und so. Walla Krise. Ne? Und dann gehen wir hier mit unserer Magierrobe rein. Überleben im Idealfall einen Hit. Dass er sich auf uns zubewegt, ist nicht so wichtig. Ich kann ihn so ein bisschen vielleicht an den Altar ranstacken. Und wir müssen auf jeden Fall schon mal den Trank auswählen, der uns dann Heilung verschafft, sobald wir hier geregelt haben. So, dann speichern wir hier so nochmal. Alles klar, Waffe weg. Speichern so nochmal, verzeiht. Na, weil mit der Waffe kann ich ja nicht hechten. Zu Ende ist ein langer Weg. Er kommt nicht mehr zu uns her. Brennen soll deine sterbliche Hölle. Das wollen wir doch mal schön bleiben lassen. Wo war meine Lebensleiste bitte? Ich habe mich gerade schon gewundert, aber das ist gar nicht mal schlecht, okay. Es spielt keine Rolle, ob er zu uns hinläuft oder nicht. Zu Ende ist ein langer Weg. Ja, ja. Brennen soll deine sterbliche Hölle. Das wollen wir doch mal schön bleiben lassen. So, und jetzt schnell healen. Ah, damn, ich hab's nicht vorbereitet. Ich bin so ein Keck. Okay, wir müssen unseren Trank vorbereiten, sonst kann's nicht klappen. Das ist so ein Quatsch, ganz ehrlich. Das ist so ein Quatsch. Also Quatsch mit Soße hier, ne? Conditions sind perfekt. Brennen soll deine sterbliche Hölle. Mhm. Das wollen wir doch mal schön bleiben lassen. Eben. Verdammt. Na, ich darf nicht den während ich gehe Schlag machen, weil der hat zu viel Recovery Time. Der braucht viel zu lange, bis ich dann wieder was machen darf. Der, den ich euch neulich gezeigt habe, wo er quasi nur so macht. Wo ich mich immer gefragt hatte, was ist das für ein Hit? Warum ist der so kurzatmig und so? Der darf mir nicht passieren. Ansonsten ist alles easy. Zu Ende ist ein langer Brennen. Ja, das wollen wir doch mal schön bleiben lassen. Eben. Oh, ich habe sogar eine Lebensleiste. Warum macht er denn jetzt nur noch den? Ah, ich darf währenddessen nicht Latschen drücken. Klar, gell. Wenn ich währenddessen W drücke, dann geht... Ich muss immer von W dann runter. Boah, Leute. Das ist echt steuerungstechnisch ein bisschen stressig zu bedienen. Ihm nachstellen, aber trotzdem immer wieder da runtergehen. Aber kriege ich irgendwie hin. Zu Ende ist dein Brennen, soll deine Sterne... Das wollen wir doch mal schön bleiben lassen. Eben. Läuft gerade nicht gut für mich. Macht wieder genauso viel Spaß wie der letzte, würde ich behaupten. Zu Ende. Ja. Das wollen wir ja. Doch mal schön bleiben lassen. Eben. So, und jetzt schnell ins Inventory. Knallt er den Trank rein und läuft, oder? Wo ist meine Lebensleiste? Sieht gut aus. 293 von irgendwas. Trotzdem würde ich meine Lebensleiste gerne wieder haben. Holen wir uns gleich. Was haben wir denn hier? Sonderbares... Was? Schwert? Ich will... Wenn ich das jetzt nicht benutzen darf, raste ich aus. Ja, ich hoffe mal, das ist sonderbar. Geil, oder?
Das ist ein Questgegenstand, oder wie? Bitte nicht. Bitte nicht. Sonderbares Schwert, da ist es doch. Ein wundervoll gefertigtes Schwert. Uralte Runen wurden in die Klinge eingraviert. Vielleicht kann Xardas diese Runen entziffern. Bevor er das Schwert nicht identifiziert hat, lege ich es besser nicht an. Ist doch egal. Rein da. Geiles, mächtiges Schwert. Jeder hat doch Bock. So, dann gehen hier noch ein paar Sachen. Gucken wir uns schnell mit ein bisschen Fackel um, oder? Okay, haben wir den auch geregelt. Wir lesen auch gleich mal noch die neuen Tagebucheinträge. Das wollte ich letzte Episode eigentlich schon mal machen. Aber ich denke, da steht halt drin, ja, ich habe den und den besiegt, das und das bekommen. Jetzt kann ich vielleicht das und das damit machen. So, ja. Well, ne? Ja, ich denke, großartig viel mehr steht da wahrscheinlich nicht drin. Ah, das war wichtig, ja, dass wir seine Scheiße noch mitnehmen hier. Okay. Okay, ja, sonst geht hier nichts mehr. Kommt, dann guck mal gerade mal nach. Upsa. So. Weg in den Schläfertempel. Ach, ich bin immer noch gar nicht im Schläfertempel drin. So, Varak Kasorg, Varak Unhilgt, Hashor und Rushk haben wir jetzt weggemacht, ne? Er wird mich nicht aufhalten, dafür sorge ich. Ich werde dein untotes Dasein ein für alle Mal beenden. Nur einer von uns wird diese Kammer verlassen. Ja, okay. Ah doch, es ist mir gelungen, in den Tempel des Schläfers zu gelangen. Ich habe nicht die geringste Ahnung, was mich erwartet, aber genau, ja, wir finden es heraus. Ich bin dabei, würde ich behaupten, oder? So, da darf ich wahrscheinlich nicht raus. Vielleicht gibt es hier drin irgendwo einen Schalter noch. Ja, und da das nicht so aussieht, würde ich behaupten, gehen wir einfach wieder hier raus, oder? So. Dann Fackel weg. Rüstung wieder an. Mhm. Easy. Nice, oder? Haben wir das geregelt. Jetzt würde ich noch gerne in diese Höhle da unten rein. Aber da würde ich nicht von... Ah, die ist da vorne, genau. Ja, da würde ich nicht von hierher, oder? Sondern hier noch gucken, ob ich meinen Verdacht bestätigen kann. Ich könnte zwar von hier irgendwie reinkommen, oder? Wenn ich mich von da oben gut fallen lasse oder so. Aber ich habe nach wie vor den Verdacht, dass diese Seitenhöhle hier links gleich, dass die da reinmünden könnte. Da schauen wir doch gerade mal nach. Haben wir noch Zeit? Wir haben noch gut Zeit. Perfekt. Dann checken wir das doch mal ab. Und ich glaube, hier ist ein Lichtzauber. Alles andere als verkehrt, oder? Wenn ich jetzt noch meine Lebensleiste sehen würde, fände ich alles voll cool. Chillt mal. Wir speichern an der Stelle nochmal. Und dann lade ich mal und guck mal, ob sie dann wieder da ist. Nein. Ach Mist. Naja, vielleicht kommt sie beim Kämpfen wieder, ne? Ja, ich wollte gar nicht hechten. Wo ist mein Licht hin? Das Licht verschwindet dann? Oh nee. Ja, dann habe ich das gewissermaßen verschwendet. Ist jetzt wie es ist. Okay, ab geht's. Ja, eben, das sieht doch gut aus hier. Ich habe auch das Gefühl, von der Richtung her stimmt das. Ja, und da leuchtet doch auch Lava rein, also alles gut. Alter, die W-Kombo ist so bodenlos, ohne Scheiß, Leute. Ja. Es gibt einen Unterschied zwischen... Oh, Minecrawler Eier. Chillig, nehme ich dankend an, klar. Sind super viel wert, oder? Weiß nicht, wer mir die noch abkaufen will. Ich meine, Kalom ist ja nicht mehr am Start, aber... Vielleicht treffen wir den ja noch. Stimmt, wo ist der eigentlich? Wo ist eigentlich Kor'Kalom? So, guck mal, es gibt nämlich das hier. Na, indem er die Combo einfach durchzieht. Dann gibt's das hier. Und dann gibt's das hier. Alles W nach vorne letzten Endes, ne? Hier drücke ich erst W und dann bei mir Steuerung in dem Fall, also halt Aktionstaste. Das hier ist immer beide antippen. Und dann aber auch wieder runtergehen und das Ganze so schnell wie möglich. Das geht schon richtig schnell, oder? Also da muss ich sagen, das finde ich richtig geil. Das ist richtig broken, wie schnell das geht eigentlich. Und die normale W-Kombo ist im Vergleich eher langsam. Und du hast halt nach dem letzten Hit einen Hammer-Delay, bis du wieder loslegen darfst. Also da ist das hier. Na. Das hier ist komplett broken, oder? Also... Wenn man das richtig durchzieht, brutal, wie schnell das geht. Und du rutschst halt immer weiter nach vorne.
Das ist schon echt, das ist schon super strong. Damit kann man arbeiten. Okay, ich glaube, wir kommen hier auch easy wieder hoch. Ja, das sah damals gar nicht so aus, als ich hier reingeschaut hatte. Aber jetzt gucken wir natürlich erstmal noch in die andere Richtung runter. Das ist ja klar. Oh, das sieht nach geilem Loot aus, finde ich. Karte, nice. Tagebuch, let's go. Werden wir uns auch gleich reinziehen. Ist klar, eine Spitzhacke. Dann sehe ich da noch eine Fackel. Kommt da noch so ein ewiger Stärketrank oder sowas? Na, gar nicht. Okay, schade. Dann checken wir die Kiste noch ab. Ja, von welcher Seite muss ich denn ran? Also. 20 Bolzen. Schutz vor Feuer, Schutz vor Magie. 10-10. Stark. Fast 500 Erz. Geil. Und 14 Bluterz. Erhaben. Kann man gar nichts sagen. Ist solider Loot. Keine Frage. Ist auf jeden Fall solider Loot. Na, Tagebuch und so ziehe ich mir gleich rein. Ich will bloß erstmal hier raus, denn hier drin brauchen wir einen Lichtzauber. Und sobald wir da raus sind, brauchen wir nicht unbedingt einen Lichtzauber. Okay. So, dann haben wir hier alles geregelt. Alles klar. Okay, dann gucken wir hier gleich mal ins Tagebuch rein, oder? Easy. Tagebuch, wo du... Das ist bestimmt bei... Und die neue Karte können wir uns auch mal angucken. Skizze des Tempels, ja bitte. Okay, okay, ich hab's. Links ging's los, links unten, oder? Ja. Ja, ich hab's. Got it. Durchschaut. Rechts ist das Lava-Haus. In der Mitte ist der Lava-Schalter. Und darüber ist die Baba-Instanz, wo ich schon hin bin, aber da nicht hin wollte, weil ich gesagt hatte, Cutscene incoming. Ah, okay. Also der bringt uns ein bisschen was, der Katerich hier. Das können wir machen. So, dann Tagebuch war noch am Start, ne? So. Mhm. Tagebuchseiten. Nee, es war schon Tagebuch, oder? Tagebuch hier. 23. Tag. Ich habe das Zeitgefühl verloren. Ich schätze, es ist 23 Tage her, seit uns die Orks gefangen genommen und zur Arbeit gezwungen haben. Die Arbeit ist hart und die Bastarde haben keine Gnade. Wer schwach ist, ist tot. Ich will hier abhauen, egal wie. 28. Tag. Ah, wir mussten die Stollen noch weiter in den Berg hineintreiben. Der vordere Bereich ist schon gigantisch, wenn ich nur wüsste, für was wir das tun müssen. 67. Tag, kranker Timeskip. Ich habe erzählt bekommen, dass diese Priester der Orks keine Herzen mehr hätten. Aber wie können sie leben? Außerdem habe ich das Schwert gesehen, vor dem sich die Priester so fürchteten. Crazy, ja, das haben wir jetzt. Hätte ich es nur, ich würde es ihnen in ihren Körper jagen. Okay, und Tag 78, nochmal knapp ein bisschen mehr als 10 Tage später. Das Schwert liegt in einem Raum im vordersten Bereich des Tempels, wird aber von einem Priester bewacht. Ich werde flüchten, mein Tagebuch lasse ich hier liegen. Vielleicht hilft es irgendjemandem mal. Ja, well, hilft uns nicht, denn wir haben das Schwert geholt, bevor wir das Tagebuch geholt haben, ne? Ja, well, ist jetzt wie es ist, kann man nichts machen, ne? Okay, dann weiter geht's. Wir wollen zum Ultraort. Und das war, glaub ich, hier lang, ne? Ja, wir gehen zum Lava-Schalter, genau, gehen dann hier weiter durch. Ja, genau, easy, Lava-Schalter. Na, ich wüsste gerne noch, wo ich die Klingen von den beiden anderen Orks reinstecke. Bei 2 von 4 Schamanen haben wir die Klinge in den Boden gejagt. Bei 2 anderen noch nicht. Wo sind denen ihre Sockel? Ich hätte auch keine gefunden. Also das wundert mich gerade echt noch ein bisschen. Da weiß ich noch nicht genau, was da los ist. Die müssen doch noch irgendwo sein. Da ist nochmal einer. Wisst ihr, ich würde ja wirklich gerne behaupten, ja, ich habe voll Bock. Na, mega Bock. Nochmal ein cooler Endboss und so, aber na, ich versuche möglichst mit Spaß ranzugehen. Ist nur ein bisschen schwierig, sage ich mal. Hier, guck mal, Stärkebonus haben wir da nochmal. Ich glaube, sonst sieht es gerade schlecht aus. Na, Stärkebonus ist doch aber cool.
Dann gehen wir hier nochmal auf den Trank, obwohl das, wenn ich gespeichert habe, dann eigentlich eh keine Rolle mehr spielt. Und schauen, dass wir den regeln. Ne? Ja, komm bitte her. Umkehren musst du hier. Niemand darf die Ruhe meines Meisters stören. Irrtum. Dein Schläfer wird schon bald hellwach sein. Warum kriegt er kein Damage? Verdammt. Ich bewirke nicht den geringsten Schaden. Ich brauche eine andere. Nun wirst du sterben. Nichts wie weg hier. Hä? Ja, hä? Mir ist klar, was ich dafür brauche. Die heftige Waffe, oder? Okay, ja, dann brauchen wir da... Woher habe ich die denn jetzt? Hä? Woher habe ich diese Waffe? Ich hätte jetzt gesagt, ja, ich brauche halt hier die Rattenschneide, ne? Sonderbares Dingensschwert. Und dafür muss ich wahrscheinlich erst zu Xardas und dann nochmal hierher kommen, oder? Woher habe ich die denn jetzt? Naja, ich würde behaupten, die Sache ist trotzdem klar. Coole Waffe nehmen wir natürlich mit, ist klar. Ne? Die erste fette Axt, die wir mal am Start haben. Ja. Dann ab in den Dämonenbeschwörerturm, oder? Wir müssen gegen den die Klinge identifizieren lassen, ist klar. Darum geht es, oder? Wie komme ich dann aber wieder hier rein in den Ork-Rattenturm? Ich meine, ich habe jetzt ja keine Teleport-Dingens mehr zum Ork-Turm, oder? Also hier in den Tempel rein. Das heißt, beim nächsten Mal muss ich diese Statue regeln. Und ich würde außerdem super gerne meine Gesundheitsleiste wiedersehen. Ja, ich komme hier dann halt nicht mehr rein, ne? Da muss ich nächstes Mal irgendwie entweder komplett durchmetzeln oder denen diese Statuette da oben klauen. Ja. Ja, ich habe noch einen Teleport zum Dämonenbeschwörerturm, aber, ne? Sonst halt nichts. Ja, dann ist es, wie es ist. Pass mal auf, wir gucken nochmal schnell ins Tagebuch. So. Varag Rushok, einer der untoten Schamanen, der Schläfer Herbeirufung kreuzt nun meinen Weg. Er wird mich nicht aufhalten, dafür sorge ich. Ja, und wie? Ah, das ist noch gar nicht der. Wir gehen jetzt nochmal dahin. Denn ich muss dann ja weg. Das heißt, wir zücken gar nicht erst die Waffe, sondern ergreifen gleich die Flucht und nehmen auf dem Weg direkt so einen Trank nach einer kleinen Weile. Na, dann kriegen wir es vielleicht gerade so hin. So, das muss jetzt halt bloß irgendwie noch klappen, aber ich glaube, das läuft. Komm. Hier, erzähl mir deine Story, genau, dann prügel ich ein bisschen auf dich ein, dann sagst du, oh, ich bin voll crazy und das bewirkt keinen... Ach so, stimmt, ein paar Mal muss ich auf ihn einschlagen. Dammit. Umkehren musst du hier. Niemand darf die Ruhe meines Meisters stören. Irrtum. Dein Schläfer wird schon bald hellwach sein. Ja, genau. Er bewirkt gar keinen Schaden. Alle sind voll verwundert. Muss ich weiter auf ihn einprügeln? Verdammt. Ich bewirke nicht den geringsten Schaden. Ja. Ich brauche eine andere. Nun wirst du sterben. Und wie soll ich jetzt gut wegkommen? Ah, 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 ah. So, jetzt schnell so einen Trank nehmen. Ja, und weiter weg. Würde ich meine Lebensleiste sehen, wäre das noch mal eine ganze Ecke leichter. Hä? Jetzt ist wieder ein Dämon da. Meine Lebensleiste ist wieder da. Geil. Woher kam der Dämon jetzt? Nochmal ein Level up. Stark, nehme ich dankend an. So ist es nicht. Ist noch einer da? Ist der in dem Raum jetzt da?
Nee. Okay. Hä? Woher kam der jetzt denn auf einmal? Naja, it is what it is, ne? Okay, wir sind entkommen. Alles gut, jetzt haben wir den neuen Tagebucheintrag. Was steht da? So. Scheint kein untoter Orkschamane wie die anderen zu sein. Es ist weitaus mächtiger. Er ist weitaus mächtiger und meine Waffe richtet nicht den geringsten Schaden an. Ich brauche eine Waffe, die mächtiger als alles andere ist. Na, das heißt, wir müssen nochmal mit dem Dude im neuen Lager reden, hä? Wisst ihr noch hier, wie hieß denn der nochmal? Keine Ahnung. Naja, weil der so unwichtig für uns ist. So, jetzt passt mal auf. Wir checken ab zum Dämonenbeschwörer. Ich glaube, von hier drin darf ich gar nicht teleportieren, oder? Wir testen es mal. Darf ich? Darf ich nicht. Dachte ich mir nämlich. Na, das geht nicht. Und jetzt ist die Rolle aber weg. Cool. Ja, okay. Dann, muss ich hier jetzt ernsthaft rauslaufen? Ich glaub's nicht. Okay, ja, dann rennen wir hier raus. Dann kann ich mich nicht zu... Kommt, Leute, sorry, na... Verdammt. Ich habe nicht gespeichert, nachdem ich das geregelt habe. Ja, dann habe ich die Rolle jetzt halt verschwendet. Dann müssen wir danach auch zu Xardas laufen und können uns nicht hinteleportieren. Ja, wir ziehen nicht über los. Wisst Bescheid. Keine 100 Dollar und so. Alles ass. Woher kommen denn jetzt neue Gegner hier? Das ist ja spannend, ne? Du willst auch noch auf den Deckel? Naja, das ist gar kein Thema. Die W-Kombo ist superior. Ich übe jetzt nichts mehr außer der. Oder zumindest fast nichts mehr, ne? Weil die ist einfach... Tja, die ist einfach crazy. Die ist einfach verrückt, Leute. So, wir gehen hier lang. Das ist, glaube ich, der schnellste Weg. Obwohl, hier darf ich nicht hechten. In dem Sinne ist das, glaube ich, nicht ganz der schnellste Weg. Außerdem neue Gegner ist am Start. Wie sie zurückweichen. Gegen jemanden, der hinter ihnen steht. Das ist keine gute Idee, Leute. Man sollte meinen, ihr seid besser als das, ne? Okay, der hat sich gerade verzogen. Den hau ich auch schon mal weg, sonst erschrecke ich mich da nächstes Mal nur gottlos. Ah, 3 Stück, okay. Das ist ein bisschen unchillig. Vor allem, weil der eine quasi tot ist, ne? Ja, komm, und du bist doch eigentlich schon tot, ne? Kommst du auch her oder nicht? Dann komm ich. Okay. Alles klar, ich glaube, das war's jetzt, oder? Nein. Deswegen sollte ich mir angewöhnen, das mit Alt wegzustecken. Ich habe das Gefühl, das wird leider nichts mehr in diesem Playthrough. Okay, alles klar. So, dann sind wir hier, ne? Und von hier aus ins Hauptgebäude zu kommen, müssen wir, glaube ich, da lang, oder? Um in den Hauptschacht zu gelangen. Da ist bestimmt auch nochmal irgendwo ein Crawler, I guess. Nicht? Als ob halt nicht. Na, verzeiht, dass es ein bisschen dunkel ist. Aber hier nochmal ein Licht, weiß ich nicht, ne? Ich würde gerne meine Lichtzauber, die ich jetzt noch habe, aufsparen. Okay. Ja. Hier ging alles los, ne? Ah, natürlich, natürlich. Okay, und jetzt du. So, na, Skelettmagier. Wollte mir wieder krumm kommen hier. Ich glaub's ja nicht. Was war da? Ja, der ist schon kaputt. Dich darf ich auch nicht looten, oder? Leider nein. Was war da noch? Ja. Eben, das nehme ich noch mit. Rostiges Schwert. Okay, muss ich mich nächstes Mal drauf einstellen. Hier sind wieder ein paar Gegner am Start. Ah, moin. Ah. Zieh deine Waffe. Ja, danke. Oh Mann, okay. Ich gehe mit gezückter Waffe weiter. Na, wir saven nochmal, direkt nachdem ich was gesnackt habe. Eieiei. Na, das ist wieder eine wilde Meile hier. Ich sag's euch. Jetzt müssen wir komplett da nochmal durch. Alles ist respawned, aus Gründen, die mir nicht ganz klar sind. Finde ich aber super. Das heißt, es gibt nochmal eine Shitton-EP für uns. Ich wüsste nicht, wo wir das noch großartig reinstecken. Wir könnten jetzt noch Alchemie lernen oder so. Einfach, um ein bisschen zu gucken,
Na, aber sonst habe ich das Gefühl, es kann uns ja niemand mehr was beibringen. Wir könnten noch Mana hochziehen. Irgendwie sowas wäre auch noch möglich, ne? Jetzt snacken wir uns hier erstmal voll. Dann gucken wir bei Xardas vorbei und hoffen, dass er, na, uns die Waffe richten kann. Ich gehe mal stark davon aus. Und dann prügeln wir den letzten Aufsichtsjunge, ne, die Gangaufsicht weg. Und dann wird, glaube ich, alles voll cool, denke ich mal, oder? Also, dann müsste doch eigentlich laufen bei uns. So, wo nächster Gegner? Ihr steht doch jetzt gleich wieder reihenweise auf, erzählt mir nichts. Ich weiß doch, wie es ist. Na? Hier steht niemand mehr auf. Das glaube ich euch nicht. Alter, hier ging alles los. Es kommt mir vor, als wäre das Jahre her irgendwie, ne? Ist echt viel passiert seitdem. Und mir fällt gerade auf, ich habe ja noch meine Ulumulu-Rüstung an, nicht die Banger-schwere Templar-Rattenrüstung. Na, also. Also, wenn wir nochmal irgendjemanden finden, um Zeug zu verkaufen, dann könnte ich mir vorstellen, dass wir eventuell noch die heftigere Guru-Rüstung abholen können, oder? Das wäre super stark. So, dann gehen wir mal hier raus. Alles klar. Da sind wir wieder, ne? Genau. So, und wie läuft das jetzt hier? Darf ich hier überhaupt raus? Scheiße. Wie komme ich hier weg? Bin ich einem Irrtum erlegen? Habe ich schon alles, was ich brauche, um den Dude zu besiegen? Muss ich gar nicht nochmal zu Xardas? Dafür wurde mir aber meiner Meinung nach zu viel Wirbel um dieses Schwert gemacht. So, das Tagebuch, das sagt, wow, das Schwert, das alles vernichten kann. Ich brauche eine Waffe, die besser ist als alle. Aber wie komme ich hier raus? Wie zum Shit komme ich hier raus? Gibt's hier einen Schalter? Leute? Was war da jetzt los? Ja, scheint kein Untoter, ist weitaus mächtiger und meine Waffe richtet nicht den geringsten Schaden an. Ich brauche eine Waffe, die mächtiger als alles andere ist. Ja. Es macht doch auch keinen Sinn, dass neue Gegner nachspawnen, wenn ich da nie wieder lang müsste. Also alles spricht doch dafür, dass wir nochmal zu Xardas müssen. Aber wie komme ich da jetzt hier raus, ne? Ich glaube, hier zählt schon, als ich bin an der Oberfläche, oder? Ich bin zwar in einem Tunnel drin, aber es ist ja direkt verbunden mit der Oberfläche. Das heißt, von hier hätte ich mich wahrscheinlich teleportieren können. Wie komme ich hier jetzt raus? Ich komme hier nicht raus. Zumindest nicht mit irgendeiner Idee, die ich jetzt gerade hätte. Pyrokinese. Den könnte ich eigentlich auch mal noch testen. Aber ich würde gerne erst wissen, wie ich hier rauskomme. Da ist ein Hebel. Kann ich den mit Telekinese bedienen? Kann ich das? Ja, auf der 5. Nee, ich wollte nicht die Fackel herholen. Come on. Niemand wollte die Fackel herholen. Steck die scheiß Fackel. Steck sofort die scheiß Fackel weg. Na? Jetzt habe ich hier ein Licht hingezaubert, really? Wo war die Telekinese auf der 5? Goddammit. Ah, hä? Die Statuette kann ich von hier holen. Okay, das hat mehr Reichweite als ich dachte. Ich hole die Statuette ran.
Ich habe die Statuette geholt. Okay, und jetzt? Diese Figur stellt ein unförmiges Wesen dar, das eine Maske trägt. Die Maske wird von 6 großen Stacheln umsäumt. Okay. Und was bringt mir das jetzt? Wer chillt da? Was ist mit mir los? Warum habe ich gerade so abgewiggelt? Ist das normal? Okay, der zündet mich jetzt halt anders an. Aber ich komme ja trotzdem nicht raus. Leute, könnt ihr hier aufmachen vielleicht? Kann ich auf den Hebel schießen? Ich will auf den Hebel schießen. Nee. Ja, die können halt auf mich schießen. Cool. Okay, Leute, ich raff's nicht ganz. Um nicht zu sagen, gar nicht. Ich kann mir die Statuette holen. Aber was bringt mir das? Chillt mal. Wo habe ich das letzte Mal gespeichert gehabt? Hier. Ich gehe nochmal hier hin und guck nochmal, was los ist, oder? Also, ich bin... Nee, sorry. Ich bin mir eigentlich schon sicher, dass ich hier raus muss, oder? Es macht doch keinen Sinn, hier zu bleiben, wenn ich hier nichts regeln kann. Ich meine, ich habe keine Waffe, die anders ist als die Waffen, die ich hatte. Na? Das muss diese Waffe sein. Und bei der Waffe steht in der Beschreibung, dass wir zu Xardas müssen. Das ist halt so. Den Teleport habe ich zu dem Zeitpunkt schon verschwendet gehabt, gell? Scheiße. Ich bin mir sicher, dass ich bei dieser oberen Area, wo wir gerade eben waren, dass ich da raus teleportieren könnte. Ja, ich glaube, ich habe es einfach verkackt jetzt, oder? Aber kann doch nicht sein, dass man da nicht rauskommt. Muss doch irgendwie gehen. Ja, ich kann jetzt eigentlich nur nochmal dumm hinlaufen und nochmal die gleichen Sachen abchecken, ne? Aber das wird mir nichts bringen. Oh, nee. Wegen dem Teleportzauber. Aber das war doch der eine, den ich damals gekauft habe. Das heißt, ich hätte eh keinen mehr gehabt, wenn ich nicht damals einen extra gekauft hätte. Sprich, das Spiel kann zu keinem Zeitpunkt davon ausgehen, dass man hier auf jeden Fall einen Teleportzauber hat. Ergo muss es noch einen anderen Weg geben. Naja, wie dem auch sei. Ich zerbreche mir da beim nächsten Mal den Kopf darüber. Leute, ich würde sagen, erhabene Episode, oder? Ich finde, wir sehen ziemlich cool aus, so wie wir gerade aussehen. Läuft ziemlich gut bei uns, oder? Mal eine Axt am Start haben, finde ich auch super stark. In dem Sinne sehen wir uns bei der nächsten Episode. Ich wünsche euch was, lasst Liebe da. Bis dahin, euer P. Ade.